Ja, dann begrüße ich alle herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen die TuS RB Koblenz. Endstand 2:1 vor 1050 Zuschauern im Waldstadion. Ich begrüße wie immer die beiden Trainer. Zum einen Fatih Schift von TuS RB Koblenz und natürlich FCH-Trainer Jürgen Lubinger. Und dann bitte ich unseren Gast auch gleich um sein Statement zum Spiel. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Hamburg. 2:1 Sieg, Entschuldigung. Homburg ist schöner als Hamburg, habe ich mir sagen lassen. Ja, wir sind natürlich maximal enttäuscht. Wir wussten natürlich, wo wir hinfahren und wir wussten auch, in welcher Situation wir uns befinden. Aber ich glaube, wir haben uns nicht präsentiert wie jemand, der abgeschlagen am Tabellenschlusslicht steht. Wir haben es Homburg versucht, so schwer wie möglich zu machen. Das haben wir dann, glaube ich, auch irgendwo geschafft. Haben die Standards nicht gut verteidigt und haben schlussendlich dann 2:1 verloren. Aus dem Spiel heraus haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber wenn man halt ganz unten steht, dann geht die letzte Aktion eben nicht ins Tor. Letztes Jahr haben wir quasi alles gewonnen in der Meisterschaft. Da haben wir geschossen aus allen Lagen, da war das Ding drin. Tut mir halt extrem leid für die Mannschaft, weil die gehen alle auf dem Zahnfleisch. Einige waren krank die Woche. Wir werden jetzt versuchen, die Woche uns nochmal zu motivieren, zum Abstiegsgipfel, sage ich jetzt mal, zum Spiel um den vorletzten Tabellenplatz gegen Pirmasens. Hoffe, dass wir da wenigstens mal einen Sieg landen und wünsche dem FC Homburg alles Gute. Vielen Dank. Wie reicht dein Fazit aus? Ja, ich sehe es genauso. Ich sag, wir haben nach der 2:0-Führung zu schnell einfach das 2:1 bekommen aus dem Spiel. Das haben wir uns schwer getan. Wir hatten die Möglichkeiten, aber auf den letzten Ball nicht. Letzte Aktion nicht zu Ende gespielt und dann hatten wir eigentlich unnötige Ballverluste auch im Mittelfeld. Und das hat natürlich den Gegner im Spiel gehalten. Zweite Halbzeit haben wir auch einige Chancen zum 3:1. Ja, waren einige Spielmöglichkeiten da. Da musst du dir einfach mal das 3:1 machen, um Ruhe in das Spiel zu kriegen. Haben wir nicht geschafft. Da hat man Koblenz natürlich immer im Spiel gehalten und dann hat der Gegner natürlich nur Hoffnung. Das müssen wir einfach besser machen. Es war spielerisch heute kein gutes Spiel. Für schlussendlich zählt für uns ist jetzt das Ergebnis. Ja, wir haben jetzt seit sechs Spieltagen nicht mehr verloren. Und das müssen wir mitnehmen jetzt. Natürlich müssen wir anders Fußball spielen gegen so einen Gegner, ist auch klar. Aber ja, wir sind froh, dass die drei Punkte jetzt hier geblieben sind. Danke. Kopfschütteln, super, dann bedanke ich mich und wünsche unseren Gästen wie immer eine gute Heimreise, alles Gute weiterhin und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.